jeder von uns einmal überlegt, ob und warum er so etwas wie Kultur betreibt. Die einen sind zu ihrem Verein gekommen per Zufall, die anderen über ihre Freunde, andere vielleicht aus Gewohnheit, aus guter alter Familientradition. Bei mir selbst war das eher eine existenzielle Frage. Das Leben endet meistens tödlich, wie wir alle wissen. Und was soll ich mit diesen Jahren denn nun anfangen, fragte ich mich kurz nach dem Abi, schicksalsschwer in jungen Jahren. Ohne Risiko und selbstverständlich ist das, was wir tun, sicherlich nicht eher die Ausnahme. Die Zeichen für Vereinskultur stehen auf Sturm. Immer mehr Jugendliche haben ihren besten Freund in Facebook sitzen und nicht auf der Ersatzbank des Sportvereins oder in einem Chor. Und wenn die Jugendlichen die Musik lieben oder gerne auf der Bühne stehen, dann spielt sich das irgendwo ab zwischen Karaoke und Deutschland sucht den Superstar und macht unendlich viele andere Kandidaten lächerlich. Den Jugendlichen einer solchen Generation klarzumachen, wie toll es doch sein kann, zu singen, ist schwierig, weil uncool. Und das ist nur eine Facette von vielen, wenn wir jemanden zum Theater spielen, zum Singen und Spielen bringen wollen, zum Engagement im kulturellen Verein. Macht es denn dann überhaupt noch Sinn? Gehen wir ein Stück weit zusammen auf die Suche. Was soll das? Ein Verein? Was soll das? Die Kultur? Was ist das überhaupt, die Kultur? Ich greife das letztgenannte Beispiel auf. Kultur ist das, was Superstars kreiert, ist das, was möglichst vielen, möglichst allen gefällt. Bertolt Brecht hätte darauf geantwortet, 1000 Fliegen können nicht irren, Scheiße ist gut. Umberto Eco hat das etwas subtiler geantwortet, als Eco den beliebtesten italienischen Fernsehshowmaster gegenüber saß in einer Talkshow, einem Showmaster, vor dessen Einschaltquoten selbst Polen und Gottschalk ablassen. Dem durchaus selbstbewussten Star gab Eco eine sehr gelassene Antwort. Bleiben Sie doch bitte bescheiden, denn Sie wären nicht so erfolgreich, wenn Sie nicht so mittelmäßig wären. Sie wissen doch, je mittelmäßiger, desto höher die Trefferquote, desto mehr derer, die bloß Unterhaltung suchen, sind auf Ihrer Seite. Kultur als Unterhaltung, gut, nichts dagegen. Aber Unterhaltung gut, alles gut, so simpel ist das auch nicht. Lachen, Kurzweil, Fun, das macht Laune, fraglos. Aber Kultur ist vielleicht noch etwas mehr. Diejenigen, die im Fun, im Lustgewinn, ihr Lebensideal suchen, die gab es bekanntlich schon zur Zeit der griechischen Philosophen. Und so setzte sich der gute Sokrates alias Platon auf die Bank, fing an zu fragen, nun, mein Bester, wenn du die Lust verspürst und stillen magst, dann ist das doch so, wie wenn es juckt und du Lust hast, dich zu kratzen. Und wenn du dich kratzt, dann erfüllst du lustvoll, was du willst und es geht dir besser, nicht wahr? Oh ja, Sokrates. Und wenn es dich noch mehr juckt, dann verspürst du umso größeren Lustgewinn beim Kratzen. Oh ja, Sokrates. Sie ahnen, worauf das hinausläuft. Der höchste Lustgewinn ist dann logischerweise ein Kratzen am Hintern ein Leben lang. Aber nur Reize stillen jetzt einmal wieder juckt, das ist doch wohl nicht ganz das, was wir hier heute Morgen als Kultur verstehen. Fazit 2, Kultur ist mehr als Event, als Befriedigung momentaner Reize. Und Sie oben, Fazit Nummer 1, Kultur ist mehr als es allen irgendwie recht zu machen. Damit wären wir schon mal so weit wie die Philosophen, die schon länger wissen, wie schwierig es mit der Kultur ist. Ein Beispiel, ganz simpel, kein Mensch bestreitet, dass es sie gibt, die Schönheit. Aber kurz gefasst, jeder hängt sich doch ein anderes Lieblingsbild im Schlafzimmer auf. Wer also ist die Schönste im ganzen Land? Mona Lisa, die Zara-Schleife, Andy Warhols Cola-Dose, Marilyn Monroe, eine Ikone, Shakespeares Ophelia oder die Biene Maya? Unsere individuellen Kriterien dank der großen Freiheit der Kunst sind so verschieden wie die Geschmäcker, wie die Voraussetzungen eines jeden Einzelnen. Das kennen wir, die hier stehen, gerade auch aus unseren Vereinen. Und es wäre recht gespenstisch, wenn da alle nur eine Rangordnung hätten, alle zu einer bestimmten Aufführung kämen und alle im gleichen Mezzoforte applaudieren und keine Artenvielfalt mehr herrschte. Also drittens, Kultur lebt von Artenvielfalt. Wobei Artenvielfalt keine Willkür ist. Nicht jeder kann da einfach machen und es ist modern und authentisch und kreativ und Kunst und Kultur. Es gibt Kriterien und es gibt Leute, die mehr wissen als Tucholskys 1000 Fliegen und Beschäftigungstherapie sehr wohl von Kultur unterscheiden können. Zu diesen Leuten zählen auch wir, die wir über Jahre uns mit Kultur auseinandersetzen. Weniger notwendig zählen dazu Dieter Bohlen und seine Medien,
Wer die Musiksendungen verfolgt, weiß, dass es mittlerweile Tenöre sein müssen, die blind sind, auch wenn sie nicht ganz so gut singen, aber doch Mitleid und Einschaltquoten erregen. Wir wissen, dass es auch in Art durchaus Geigerinnen wie Vanessa May sein dürfen, die ihr Vivaldi-Konzert und mehr noch im nassen T-Shirt vorführen in der Meeresbrandung. Oder David Garrett macht Zacharias und André Rieu, Deutschlands jüngster Zaubergeiger vom Dienst, mit denselben Vermarktungstricks, um eingedoste Musik zu verkaufen. Crossover, ob Garrett oder Pavarotti, meet friends. Sie treffen ihre vermeintlichen neuen Freunde, damit deren Fangemeinde auch noch kauft. Wenigstens einige aus der Nationalmannschaft haben sich dann scheppgelacht, als Garrett auch noch im Fußballstadion die Nationalhymne geigte. Aber bitte, also bitte nicht nur die Medien und nicht nur die Manager entscheiden lassen, dass denen es sehr wohl vor allem um Gewinn und Verkauf eingedruckter Musik geht. Glücklicherweise gibt es genügend andere, die uns da helfen können, akademische Disziplinen, auf die wir hier in Deutschland sehr stolz sein können, und nicht zuletzt das gesunde Mittelfeld. Wir selbst, heute Morgen hier, die wir hier versammelt sind und uns in unseren Vereinen sehr wohl austauschen, Gedanken machen und nicht bloß passen.